Liebe Mauro wird ein bisschen leiden müssen, jetzt ein paar Fragen beantworten müssen. Und am Ende dieser kleinen Fragerunde gebe ich auch das gerne das Mikro weiter an das Publikum, die dann auch ein paar Fragen stellen können. Lieber Mauro, herzlich willkommen. So, wir machen das familiär und nehmen Platz. Wir machen jetzt den Doppelseater. Man kennt das ja aus dem Maserati, ist es immer schön eng, hier ist es richtig schön gemütlich. Ich hoffe, Sie haben alle einen sehr schönen Abend. Ziel dieses kleinen Interviews ist, dass Sie vielleicht den Mauro ein bisschen besser kennenlernen. Einige kennen ihn vielleicht aus dem Motorsport, andere sind familiär, viel mit ihm unterwegs. Und das Ziel ist einfach, dass Mauro mal ein bisschen mit mir plaudert und erzählt, wer er ist. Die erste Frage, Mauro, die ich dir stellen wollte, ist: Wie hat das mit dem Motorsport bei dir angefangen? Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also, bin ich dazu gekommen, bin ich sicher, viele kennen mich schon, viele kennen meine Eltern, viele wissen, dass mein Vater früher schon Rennen gefahren ist. Und durch das bin ich halt als kleiner Bub früher schon viel auf der Rennstrecke gewesen mit meinem Vater, der auch noch gefahren ist, also mit meinen Eltern, mit meiner Familie. So, dann gleich mal, ja, Rennauto war halt das Grösste gewesen, sowieso für einen kleinen Bub, was will man mehr als ein Rennauto. Dann hat es angefangen mit Go-Kart fahren, dann vom Go-Kart fahren ist es mal eine Clubmeisterschaft geworden. Dann von dort ist es weitergegangen mit Schweizer Meisterschaft und so weiter. Dann auf Italien, von dort kommt in den Kartsport ein bisschen. Dann noch die Europameisterschaften, internationale Meisterschaften im Kartsport. Dort habe ich dann die ersten Tests gewonnen in einem Formelauto. Ich konnte dann so ein Auto probieren und dann ist es gleich mal klar gestanden, was ich will, vom Go-Kart wechseln, so ein richtiges Auto. Wer würde das nicht gerne? Dann bin ich 2 Jahre lang Formel BMW gefahren, dann ein Jahr Formel Renault. Immer weiter sind halt dann neue Tests gekommen. Eine halbe Saison mit der Formel 2, weil dort ist halt dann schon recht ins Budget gegangen und in die Finanzen. Dort konnte ich in diesem Jahr sicher sehr viel lernen. Ich habe aber dann anfangs von dieser Saison schon mit dem Swiss Team Kontakt gehabt. Ich bin schon 1-2 Mal mit ihnen Probe fahren, gut testen und das war sehr gut gewesen. Und dann im 2013 haben wir uns dann definitiv entschlossen, von der Formel Auto wegzugehen und in die Tourwege, in die Maserati Trofeo einzusteigen. Das erste Jahr war sicher auch dort sehr schwierig gewesen, weil ich zuerst mich zuerst ganz umgewöhnen vom Formel Auto auf das schwere Auto, auf das eher träge Auto. Und wir haben gesehen, gegen die Saison, dass es sehr gut gelaufen ist. Und das Ziel war ziemlich schnell klar, was wir wollen. Das ist die Meisterschaft gewinnen. Und wir waren die Ersten noch alle zusammen im März in Rapperswil an der Präsentation. Dort habe ich meine Ziele festgelegt. Und jetzt sind wir da und führen die Weltmeisterschaft. Also ich denke, wir haben unsere Ziele sicher sehr erreicht. Das kann man so sagen. Also mehr wie Weltmeister in der Kategorie geht nicht. Die Freunde sehen vielleicht, dass es nicht so von heute auf morgen geht, im Rennsport Weltmeister zu werden. Es braucht sehr, sehr viele Sachen, die zusammenkommen. Dein Vater sagte vorhin schon, das Puzzle, ne, das passt. Und es ist beeindruckend, die Laufbahn, die du da abgelegt hast. Also ich kann das so ein bisschen als kleiner Insider, ganz kleiner Insider, kann ich das beurteilen. Warum eigentlich Maserati Trofeo? Warum fährst du keinen Porsche Cup? Also, die soll es ja auch noch geben und andere Serien. Warum hast du dich für Maserati Trofeo entschieden? Also, das hat sicher so mit dem Swiss Team, weil die haben uns kontaktiert und die haben halt Maserati gehabt. Wir haben sicher auch andere Sachen angeschaut. Nur für uns hat mit dem Swiss Team schon das Verhältnis im Menschlichen sehr gestimmt. Dann die Meisterschaft an sich war eine super Weltmeisterschaft. Wir hatten 3 Rennen in Europa, 3 Rennen in Übersee. Und ja, das kann man glaub sagen, dass wir für Preis-Leistungsverhältnis haben wir sicher jetzt sehr viel bekommen und sehr viel können lernen. Und vor allem auf Strecken fahren, wo man sonst nie sieht. Weil ich bin in Shanghai gefahren, in Amerika, an verschiedenen Orten, in Abu Dhabi. Und das sind sicher Sachen, die du in anderen Meisterschaften nicht hast. Und ja, darum haben wir uns dann für Maserati entschieden. Ja, kann ich nicht widersprechen. Vor allen Dingen, wenn Sie mal auf Internet gehen und auf Sensing Speed klicken, dann wissen Sie genau, warum wir beide so gerne in diesem Auto sitzen. Es gibt im Rennsport aber auch viele Opfer, die man bringen muss.
Sonst reden wir mal von der anderen Seite. Was ist dir denn deiner Meinung nach so ein bisschen durch die Lappen gegangen in der Jugend, wo du gesagt hast, da wäre ich vielleicht lieber ein Saufen gegangen mit den Freunden und ging nicht, weil Samstagabend geht leider nicht, da man am Sonntag ist dann Qualifying. Was sind so die Opfer? Was sind so Sachen, wo du sagst, da hast du kürzer treten müssen? Ja, das hat sicher auch gegeben. Sicher gewesen mit den Freunden raus, mit den Kollegen raus, wenn wir halt hier und da mal müssen sagen, ja, ich kann nicht, ich bin weg. Oder auch, wenn wir ein Auto vorbereiten müssen. Sicher hat es Zeiten gegeben, wo man denkt, ja, jetzt wäre ich gerne mit den anderen draußen. Aber dann in dem Moment, wo ich dann im Auto gesessen bin, ist die ganze Arbeit ist vergessen gewesen. Und einfach nur das Fahren. Und einfach, das ist halt das Größte. Und für das macht man alles, wenn man es kann machen. Und darum, ja. Ich glaube, es gibt viele, viele junge Menschen, die einig sind und die auch das Opfer bringen würden, wenn sie in so einem Fahrzeug fahren dürften. Es gibt natürlich auch den Mauro, der nicht nur auf der Rennstrecke ist, sondern es gibt auch den Mauro, der tagtäglich mit schützenden Stirn hier durch die Landschaft läuft. Viele von euch kennen ja den Mauro privat, aber erzähl doch mal vielleicht denen, die dich nicht privat so kennen, was du beruflich machst und was du so privat nebenbei machst. Meine Eltern haben eine Spanglerei und eine Autolackiererei. Ich arbeite dort schon 2 Jahre. Ich habe die Spanglerlehre abgeschlossen, die Lackiererlehre auch noch. Also ich habe 2 Lehrabschlüsse und ich arbeite bei den Eltern. Das Gute daran ist, dass wenn ich mal kurzfristig weg muss oder an einem Test muss oder an einem Rennen, ist sicher nicht so ein Problem mit dem Chef, um das auszuhandeln. Wie wenn man sonst in einem Fremdenbetrieb arbeiten. Ja, das sind familiäre Internas, ne? Jetzt werden sich wahrscheinlich einige fragen, was geht in so einem Kopf vor? Also viele von uns haben ja schon mal Formel 1 geguckt, zumindest mal. Und was geht im Kopf vom Rennfahrer vor, wenn man so auf einer Startposition steht? Und die Ampel oder das Safety Car zieht dann zur Seite. Und was geht da in deinem Kopf vor? Kannst du uns das mal ein bisschen so als Insider erklären? An was denkst du da? Was planst du? Was geht in dir vor? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Weil, ja, man ist im Auto und macht sich sehr viele Gedanken. Man ist etwa 10 bis 20 Minuten vor dem Start im Auto schon. Und dann gehen die Minuten gehen vorbei wie in 2-3 Stunden. Also die Zeit wird nicht vorbeigehen, bis es endlich der Start ist. Ich überlege mir halt viel, was ich am Start machen will, wie ich die Startphase machen will. Nur, es ist so, ich überlege mir, glaube ich, 100 verschiedene Möglichkeiten, wie ich es machen könnte. Und dann die Ampel geht auf grün und es wird alles anders. Darum, man überlegt sich wahrscheinlich viele Sachen, aber am Schluss wird eh alles anders. Also, aber das sind halt Gedanken, die man sich macht, wenn man am Start ist. Also wir nennen das auch Motorsport-Schachspielen, oder? Also wie du sagtest, wir nehmen mich Abu Dhabi zweites Rennen, nach der ersten Kurve sieht es ganz anders aus. Jetzt so ein bisschen, wir feiern heute einen Weltmeistertitel und das ist ja was ganz Tolles. Und erzähl uns doch mal, da bist du irgendwo dann mal über die Ziellinie gefahren und hast wahrscheinlich mit deinem Swiss-Team, die ich ganz herzlich grüße, einen Funkspruch abgelassen, sagen, you are the champion. Was geht denn da in einem vor, wenn man das jetzt mal in der Tasche hat und man weiß, jetzt ist das Ding sicher endlich? Also vielleicht zu dem Moment, wo ich ein bisschen vorher anfange, weil es sind alle 3 Rennen, wir haben eine Woche, dann haben wir 3 Rennen. Und es sind die ersten 2 Rennen sind wirklich Rennen gewesen, wo sehr viel Nerven gebraucht haben. Wir sind immer eine 3er-Gruppe gewesen über das ganze Rennen. Und im 3. Rennen hat sich dann alles entschieden. Und wo ich es dann endlich geschafft habe, war es einfach irgendwie... Ich konnte selber nicht glauben, weil man ist durchs Ziel gefahren, alle jubeln, das Mikrofon, ich habe einen halben Gehörschaden von der Meche, die haben geschrien gemacht und im Nachhinein wird es einem halt immer mehr klar, ja, was man überhaupt gemacht hat oder was man geschafft hat. Darum, gerade im Moment nach dem Rennen, bin ich wie baff gewesen, gar nicht gewusst, was sagen. Sicher die Freude ist da gewesen, aber jetzt im Nachhinein, auch jetzt der Abend, zeigt mir einfach nur mal, ja, was wir überhaupt gemacht haben, ich, aber auch das Team. Das freut dann natürlich immer mehr. Ich glaube, da werden sehr viele Endorphine freigesetzt in dem Moment, ne, wenn Weltmeister wird. Dann gibt es noch einen Punkt, der mich natürlich sehr interessiert, weil das ist natürlich ein bisschen eine Opportunität, auch für mich mal ein bisschen an Informationen ranzukommen von dir hier. Was ist denn dein Erfolgsrezept? Wie machst du denn das, dass du so alte Hasen wie mich da in Grund und Boden fährst?
früher schlafen vor dem Rennen, dass wir am nächsten Tag fit sind. Okay, zu schlecht. Okay. Aber der Abend ist ja noch nicht vorbei, Mauro. Ne? Solche Sachen rechnet man ab unter den Fahrerkollegen. Okay. Ein Satz, ich hätte gerne ganz, dass du mal einen Satz für mich beendest. Rennsport ist nur möglich, wenn. Ja, wenn alles zusammenpasst und wenn alles zusammenspielt und wenn man ein Team hinter sich hat, das für einen da ist. Weil ich habe dieses Jahr vor allem gemerkt, dass man sagt, Fußball ist ein Mannschaftssport, aber ich glaube, ab und zu ist Rennsport fast noch der größere Mannschaftssport. Weil sicher ist man alleine im Auto, aber wenn einfach das drumherum nicht passt, dann funktioniert es nicht, dann kann es nicht funktionieren. Darum, es muss einfach alles zusammenstimmen und ja. Ja, ich glaube, also man sagt immer, dass das Können ist das eine, die finanziellen Möglichkeiten ist das andere. Und in dem Sinn, glaube ich, ein ganz großes Danke auch nochmal an deine Sponsoren. Ohne die das alles gar nicht möglich wäre, da muss man sich mal ganz klar im Klaren sein. Motorsport ohne finanzielle Unterstützung ist nicht möglich. Und in dem Sinne mal ein ganz großes Danke auch von meiner Seite, der die Sponsoren hat, aber der es schätzt, dass es Sponsoren gibt, die einen so tollen Rennfahrer unterstützen. Was hat denn sich jetzt für dich so ein bisschen in den letzten Wochen verändert? Wie fühlt man sich so als Weltmeister und wie reagiert dein Umfeld darauf? Ja, das Umfeld, klar, meine Kollegen haben sicher eine mega Freude gehabt. Könntest du gerade bestätigen da drin, oder? Sie haben eine Überraschungsparty gemacht, mit meiner Freundin zusammen, mega cool gewesen. Meine Eltern haben das alles organisiert. Ja, was sich geändert hat, mir ist wieder dran an der neuen Saison und zum Weitermachen. Man will halt immer weiter und man will noch eine Stufe höher und noch etwas mehr. Wir sind auch schon im Plan, wie wir vielleicht schon gehört haben. Aber es ist sehr schwierig, weil die finanziellen Mittel sind halt sehr wichtig, wie er vorhin gesagt hat. Aber wir sind dran und wir wollen schauen, dass es einfach weitergeht. Also wir haben da unten ein ganz tolles Auto stehen sehen. Ein GT3 von Maserati. Swiss Team, Complimenti per la GT3. Fantastisch. Es wäre doch schade, wenn so ein Auto rumstehen würde. Sponsoren? Hallo? Hallo? Ja, also, Mauro, wir wünschen dir auf alle Fälle in dem 2015 alles erdenkliche Glück dafür. Und ja, du hast gesagt, du hast uns ein paar Einblicke gegeben und ich habe gedacht, ja, das ist doch eigentlich der richtige Moment. Sie haben ja gesehen, der war mir gegenüber so ein bisschen frech. Dann habe ich gesagt, ich möchte mal etwas mit den ganzen Herrschaften teilen. Einen Einblick von dir. Jetzt würde ich mal sagen, kannst du ein paar Mal Enter drücken, bis wir auf die berühmte Seite kommen. Und ich möchte ganz gerne mit deinen Freunden etwas teilen, nämlich einen Blick von dir, den sie nicht kennen. Und ich muss mich jetzt schon bei der Familie entschuldigen, auch bei Jessica und bei anderen, weil das ist natürlich, irgendwann wird es mal publik, ne? Und es ist ein Blick von dir, die ganz wenige eigentlich nur in der Art und Weise haben. Ich hatte das Vergnügen mehrmals und habe gedacht, das wäre vielleicht so der intime Moment, das mit euch zu teilen. Habt ihr Lust, sowas zu sehen? Ja. Ja. Also, es ist fast jugendfrei. Es ist bleifrei und ich würde sagen, David, zeig mal das Bild. Was habt ihr gedacht? Es ist der Blick, so wie ich Mauro sehr oft sehe, leider. Ja? Einfach von hinten, ja? Ich sehe ihn selten von vorne, wenn ich ihn von vorne sehe, dann blinkt er auf und macht so Zeichen. Ja? Also, es ist eigentlich nur der kleine Blick und der kleine. Herzlichen Dank für das Interview, lieber Mauro. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und habt Mauro etwas besser kennengelernt. Schönen Abend. Jetzt besteht die Möglichkeit für euch, Fragen zu stellen an Mauro. Also, wenn jemand möchte. Questione al campione. Wer hat Fragen an den Champion? Ja, jetzt traut sich wieder keiner. Das ist immer das Gleiche. Ihr wisst ja schon alles über seine Rennautos. Ich will auch keiner wissen, wie viel DS das Ding hat. Wer weiß denn, wie heiß es in so einem Auto ist? Na,
so 60, 70 Grad, ne? Das ist richtig schöne Schwitztemperatur mit Strumpf auf dem Kopf und ähnlichem, ne? Wie viel Wasser, das frage ich mal was, wie viel Wasser geht denn da so durch den Körper bei so einem Rennen? Zwischen 1,5 und 2 Kilo habe ich in Amerika, wo das heißeste Rennen war, verloren nach dem Rennen. Also es war wirklich sehr viel. Wissen Sie die Wichtigkeit von dem Wasser, was man im Körper hat? Das Schlimme ist, wenn man nicht genug Wasser hat, ich kann da aus Erfahrung reden, dann kriegt man Kopfschmerzen und das ist heute leider nicht mit den Kopfschmerzen auf, sondern man verliert die Konzentrationsfähigkeit. Und das ist das, was beim Motorsport dann gefährlich wird. Das ist der Grund, warum auch einige Rennfahrer immer Wasser im Auto dabei haben, selbst die Formel-1-Rennfahrer. Und man sieht mal, was so an Kleinigkeiten manchmal doch die Performance ganz wichtig ist. Immer noch keine Fragen hier? Nein? Keine Neugierigen? Schönste Sieg. Der schönste Sieg. Ha. Ja, sicher. Einer von den schönsten war sicher Abu Dhabi gewesen, vor so vielen Leuten, die mit mir unterwegs sind nach Abu Dhabi. Nur das Schöne war sicher Shanghai, das dritte Rennen, wo ich dann die Weltmeisterschaft entschieden habe. Ich habe ein paar bleiche Gesichter gesehen, dort einmal an der Boxenmauer, wo es etwas eng geworden ist. Ja, sicher die zwei Rennen. Was war das Merkwürdigste, was dir passiert ist dieses Jahr? Ragazzi. Also, er hat jetzt gefragt auf der Strecke, ne? Okay. Von wegen so morgen 8 ins Bett gehen und so. Ja, wirklich, das ist sicher die Disqualifikation in Silverstone. Dort haben sie uns disqualifiziert wegen der Motorabdeckung, wo nicht regelkonform war. Ich weiß noch nicht, was an dem Teil regelkonform sein könnte. Es war halt dann einfach so, wir mussten es akzeptieren und die Saison ist weitergegangen. Ja, da sieht man auch, dass man das als Champion wegstecken muss, wenn man solche Rückschläge bekommt. Das haben andere Sportler in den letzten Jahren in der Formel 1 auch machen müssen. Und da sieht man, wie wichtig das Mentale im Motorsport ist. Andere Fragen von euch, eurer Seite? Da hinten? Also ich wiederhole mal, was ist durch deinen Kopf gegangen, als du in Spa auf einmal verkehrt rum auf der Strecke gestanden hast? Also ja, wollte die Belgier jetzt nicht irgendwie ihm erklären, dass das auch andersrum geht. Ne? Also das, er ist angeschubst worden, aber was ging da in dir vor? Ja, ich hatte eigentlich das erste Rennen von der Saison, die erste Pole, ich will das Beste daraus machen, ich habe keinen Fehler. Die Ampel schaltet auf grün, 100 Meter später stehe ich verkehrt dort. So, nicht viel, ich habe nur gedacht, Scheiße, und jetzt? Also, möglichst schnell aufholen und möglichst viel Platz gut machen, dass der Schaden klein bleibt und vor allem alle nachher wieder stolz sind auf mich. Das Schlimme für Mauro ist, da er vorne wegfährt, ne? Wenn ihm sowas passiert, dann hat es da hinter ihm noch 23 Bescheuerte, die mit Vollgas auf ihn zufahren. Ne? Das ist das Schöne bei mir, ich starte auf 23, wenn ich mich da drehe, habe ich genug Zeit, das Auto umzudrehen. Ne? Also Sie sehen, es hat auch immer Vor- und Nachteile. Aber glauben Sie mir, wenn da 23 bescheuert auf einen Zug rasen, dann ist es ein sehr mulmig, wenn man in so einem Auto sitzt, sehr mulmig. Also das kann ich wirklich bestätigen. Noch eine nette Frage aus dem Publikum? Ja. Komm, du gerade hier bist. Ganz am Anfang hat ja dein Vater dich in den Rennsport eingeführt und fast, du machst da mal mit. Wann ist die Kehre gekommen, dass du gesagt hast, Vater, jetzt will ich? Ich denke, das war nach dem ersten Mal Elektrokars fahren in Rümlang. Also ist ziemlich früh gekommen eigentlich. Dann muss man jetzt fragen, den Libi fragen. Libi, wann hast du denn aufgehört, gegen deinen Sohn zu fahren? Noch eine andere Frage?
Gut, dann möchten wir dich befreien. Herzlichen Dank euch allen, dass ihr mitgemacht habt. Lieben Dank an den Weltmeister Mauro und toi, toi, toi aus ganzem Rennfahrerherzen für die nächste kommende Saison. Ja.